Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Mass Effect 2, Part 22 müsste das jetzt definitiv mal sein. Von mir wie immer DJ Battleback. Fraps. Oh, Fraps, muss ich nachgucken, ob es läuft. Ihr seht es mich wahrscheinlich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich euch sehe. Ob ich euch... Ah, ihr hört mich, genau. Umschalten auf Counter. So, da. Weg. Wir machen jetzt eine mit der letzten Quests. Und zwar... Morden helfen. Ja. Ich denke mal, ich spiele das Spiel jetzt heute durch und dann hat sich das mit diesem Let's Play und dann. Tuchanka. Landen. Natürlich nehmen wir Granty mit, der freut sich bestimmt ein paar Leute zu sehen. Also von seinen Kollegen, seine Diggers. Oh, ich hab mich auf Legion! Legion! We are the people that kiss me. Outfit wechseln. Wo ist er denn? Da nimmt jemand mehr mit. Oh, ich weiß genau, wir verkacken ihn sowieso seine ihre Quest. Also, das muss man da. Ach, scheiße, die muss ich auch noch machen. Ah. Na gut, ich denke mal, ich kann da voll die Reaper FS beschaffen und dann habe ich Legion. Wenn. Ich muss mal erst mal was gucken. Na gut. Die Chiffrierung der Berichte des Erdnut-Clans ist simpel. Beim Commander der Kundschafter ist von einem gefangenen Salarianer die Rede. Gut, also Gespräch mit dem Kundschafter oder dem... Ich wünsche mir... Ach, ich weiß nicht, dass alles so anders wäre, dass wir zusammenleben können. Wir, Frau, die Kinder. Du weißt, Augen nach vorn. Sie haben... Verraten Sie mir mal, wie ein... Das würde mir einen Hauch... Das würde mir... Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Halt die Klappe, da gibt's noch irgendjemand, mit dem ich handeln kann. Ich glaube, das habe ich noch nicht getan. Habe ich noch nicht. Was machen Sie denn? Oh ja, siehst du, seht ihr, da habe ich mir schon was übersehen. Soweit ich... Setzen Sie sie mit Bedacht ein. Der Ober... Sie sind wohl ein... Mein Vorgänger meinte das nie... Für eine neue Waffe... Oh, den werde ich haben. So, das ist wertvoll. Ja, yeah, the people, das haben wir auch nochmal. Scheiß drauf. Kroganer mussten Genophage erfragen, Nuklearangriffe, Bürgerkriege. Falsch, hör du, lässiges Vieh. Ja, und nicht Ihnen oder sonst jemandem. Beeindruckend, wie sich Lebensformen anpassen, immer wieder. Hallo, du süßer Varen, hallo. Ja, bin ja ganz feiner Varen. Geben Sie mir einen Grund. Reef hat gesagt, dass wir sie nicht umbringen dürfen. Der Chief hat gesagt, ich soll... Danke für die Information. Ja, brauchen Sie sonst noch was? Ja, ich will jetzt losfahren. Ich fahre mit meinem Tanker mitten in Berlin. Ich habe blaue Säurekapsel und genug Benzin. Ich glaube, ich muss kurz... Ich beende mal ganz kurz. Also, die Aufnahme. Bis gleich. So, und Leute, da bin ich wieder. Das hat sich alles wieder geklärt. Ah, da kann es mal weitergehen, aber erstmal muss ich hier erstmal das einstellen. Und mit der Störung erstmal wieder klarkommen hier. Kann ich erstmal auf ihre Waffenpanzer brechen Munition haben? Jetzt brauche ich wieder die Brandmunition drauf. Tschanka ist eine. Guck dir erstmal an, wie abgefuckt das hier alles aussieht. Das habe ich das beim allerersten Mal habe ich genau dasselbe gesagt, als ich das gespielt habe. Kampfbereit machen. Ah. Hier, viel Spaß. Dachtest, ich sei harmlos, nicht wahr? Halt dein Maul, Morden. Genau deswegen nehme ich dich so ungern mit. Unterwegs. Ich werde da sein. Ist ja ganz einfach. Kapiert. Kapiert. Böder Baron. Oh, so bist du hier. Böder Baron. Ganz ehrlich, das bringt jetzt total wenig hier. Also dieser Sniper aus dieser Nähe umzusnipern, aber ich mach's trotzdem. Liege unter Beschuss.
Geschoss. Bin Krogada. Da wären die auch schon mal tot. Das war natürlich relativ leicht. Voll der Schrotthaufen hier, guck mal. Boah. La 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 la, Snipern, das ist so cool. La 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 la. Snipern ist so cool. La 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 la. Das müsste auch reichen. Ich krieg dich schon. Der nächste. Voll auf zur Hölle. Organa im Ansturm. Oh. Spür den Blut. Im Ansturm. Eins, du siehst ja immer die besten Plätze aus dem Kämpfen, ey. Das Spiel müsste FSK 16 sein. Seht ihr nicht, wie realistisch die alle sterben? FSK 18 sein. Hätt sie noch mehr, dann geht's natürlich noch besser. Hallo? Komischer Hanswurst, ey. Wir können euch den Snapper drin lassen, ich weiß ja, was noch kommt. Ich verletze niemand. Ihr Wichser! Ich verletze niemand. Gott, war das leicht. Brauch mehr Muni. Jens ist gerade ein bisschen unkonzentriert. Ich habe mich gerade keine Ahnung. Boah. Ich habe nämlich vergessen, was da drunter war. Oh, Jens. Wäre sogar richtig gewesen, ich Idiot. Mass Effect. Mass Effect. The Mass Effect. Funktioniertes organisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Seid ihr sicher? Sind so viele Löcher drin, so Luftlöcher. Diese Leiche. Ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Ja. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt. Opfer von Experimenten. Sie wollen die Genophage heilen. Wozu denn Experimente an Nicht-Kroganern? Menschen nützlich als Testobjekte. Genetisch vielfältig. Dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Jetzt haben wir zwei Gründe, diesen Laden stillzulegen. Müssen zum Mählen. Den Toten hilft keiner mehr. Der Gap ist strong. Ididium, oder wie das Zeug heißt, halt. Ach nee. Sind wir schon da? Also nicht ganz da, aber, ne? Ich bin der Sprecher des Verloc-Clans, Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten sie längst tot sein. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Wenn ich fliehe, stolper ich nur über das Dutzend Kroganer, die ich auf meinem Weg hierher erledigt habe. Da bleibe ich doch lieber hier.
Wir haben unsere Jüngsten und Schwächsten vernichtet, Mensch. Die waren es nicht wert, weiterhin Zeuge unserer glorreichen Arbeit zu sein. Ich könnte ihn jetzt sofort töten, aber das tue ich natürlich nicht. Wir werden im Inneren nur gestellte Veteranen des Bloodpacks finden, voller Wildheit und Kriegslust und einem einzigen Ziel verpflichtet. Der Salarianer wird die Genophage heilen und der Werlock... Genophage klingt viel geiler als Genophage. ...über die ganze Galaxie ausbreiten. Sieht aus, als hätten sie erkannt, woran Malen arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Wenn ihn an der Zukunft des Werlock... Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Werlock Gold über alle Kroganer. Und aus den Kroganischen wird das Kroganische Reich... Die überlebenden Spezies werden ihren... Nein, ich schieße immer noch nicht. Ich will darüber erzählen, was das Bloodpack mit den Turianern gemacht hat. Die Asari werden schreien, wenn ihre Zitadelle in die Sonne stürzt. Wir werden die Salarianer als Sklaven halten und ihre Eier als Delikatesse verspeisen. Wenn sie so dumm sind, nicht zu fliehen, werden sie zu den ersten gehören, die wir zertreten. Für Werlock Gold! Angriff! Kampfbereit machen! Ist das alles? Hä? Das gibt Abtrünnige? Die sind erbärmlich! Brenn, bis du Da habe ich aber auch mehr Erinnerungen. Die ist mir da voll. Da geht's vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Bist du sicher? Nehmen Sie uns einfach hin. Aktive Konsole. Enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen. Stabile Hormon-Mutagene. Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Wir werden Mailer nicht finden, wenn wir kommen. Toter Kroganer, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine Freiwillige. Sterile Werlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Sie haben doch nicht geglaubt, dass die Kroganer sich zurücklehnen und die Genophage einfach weiterwirken lassen, oder? Vermutlich nicht. Trotzdem ein unangenehmer Anblick. Das sagt er. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter. Und einen besseren Ort. Können Sie der Leiche irgendwelche Informationen entnehmen? Minimale kroganische Forscher skrupel... Das nehme ich mit. Bis ich raus hatte, wie das funktioniert, Leute, habe ich richtig lange für gebraucht, bin ich ganz ehrlich. Erstaunlich wenig Kampf hier, weißt du? Sie haben die Wachen des Bloodpack umgelegt. Nicht Bloodpack, kein Mitglied des Werlock-Clans. Falsche Clanzeichen. Ich bin ein Kundschafter der Erdnut. Ah. Werlock-Wachen haben mich erwischt und
hierher gebracht? Der Commander der Kundschafter hat uns angewiesen, nach ihnen zu suchen. Wir haben die Wachen ausgeschaltet. Gehen Sie zurück nach Erdnat. Ich kann nicht. Die Warlock haben was mit mir gemacht. Drogen. Spritzen. Sie sagten, ich bringe ein Opfer zum Wohl aller Kroganer. Experimente, um die Genophage zu heilen. Ihr sagt Genophage? Sehe alles verschwommen. Kann kaum denken. Muss hier bleiben. Morden, können Sie ihn wieder auf die Füße stellen? Mit Stims vielleicht? Irgendwas, das sein Immunsystem auf Touren bringt? Sie verstehen nicht. Ich bin nicht zu krank, um zu gehen. Aber ich muss bleiben. Halt dein Maul auf! Die Genophage. Vorsicht, Shepard. Patient instabil, beeinflussbar. Gehirnwäsche. Warum möchten Sie, dass Sie die Tests fortsetzen? Es ist meine Schuld. Ich wurde gefangen. War nicht stark genug. Nicht gut genug. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Ich habe alles gegeben. Halt die Fresse. Ich bin nicht wichtig genug, um eine echte Chance bei den Frauen zu haben. Ich werde niemals eigene Kinder haben. Aber wenn ich helfe, die Genophage zu besiegen, bin ich jemand. Millionen von Kindern werden geboren werden. Warlock-Kinder. Sie werden die anderen Clans vernichten. Aber... nein. Nein. Sie sagten, ich helfe damit Erdnat. Wenn Sie Erdnat helfen wollen, müssen Sie dorthin zurückgehen. Aber man muss schon ein ziemlich harter Kerl sein, um das verwundet zu schaffen. Ich schaffe es. Sie? Ich sagte harter Kerl, nicht Kundschafter, der wimmert wie ein Quarianer mit Magendrücken. Ich schaffe es. Ich stehe schon wieder. Und ich gehe ins Lager der Frauen. Genau. Gehen Sie zurück und zeigen Sie denen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Los, los! Voran! Gut gemacht. Zum Glück ist das Subjekt wahrscheinlich nicht ansteckend. Wahrscheinlich. Ist natürlich sehr genau. Ich orte Kisten mit instabilem Inhalt voraus. Ein Fehlschuss könnte eine Explosion auslösen. Oder ein gut gezielter Schuss. Explosionen sind nützlich, brennen sich durch kroganische Panzerung. Kroganer nähert sich. Ich werfe sie um. Irgendwie hat das immer so geruckelt, keine Ahnung. Das war jetzt gerade recht. Schwächling! Neutralisiert! Wie viel Schuss soll ich noch drauf? Was ist denn unter mir? Ist noch so ein Ding, oder was? Kein Problem. Der nächste. Neutralisiert. Der nächste. Keine Probleme. Haben meine Waffen wieder ein bisschen Munition bekommen. Ja, ich bin gerade etwas still, weil ich gerade irgendwie so null Ahnung habe, was ich sagen soll, also halt ich Klappe. Ja! Fahr zur Hölle! Stellung halten! La, voll die Noobs, Alter.
gar nicht. Ich hab voll keinen Bock, dieses Ding wieder zu hacken, Alter. Ohne Witz mal. Oder das war eigentlich relativ geschenkt gerade. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir haben schon gute 20 Minuten auf. Oh, noch mehr hacken. Ja, Jens, bist du jetzt so blind oder? Ach, da hinten. Noch einer. Na toll, ja, wo bist du? Ja, kannst du jetzt auch mal bitte erscheinen? Da bist du endlich hier. Was das wohl ist? Ah, ja, schön. Munition für schwere Waffen. Schön. Wuhu. Aber gleich aufrüsten, gleich alles. Malen, am Leben, unverletzt. Keine Fesselungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz Ihrer Intelligenz, Professor, ist es Ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die Ihren Vorurteilen widersprachen. Wann werden Sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Er wurde nicht entführt. Er ist freiwillig hergekommen, um die Genophage zu heilen. Unmöglich. Das ganze Team war sich einig. Projekt war notwendig. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solus? Ich war Ihr Schüler. Ich habe zu Ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Malon muss offensichtlich nicht gerettet werden. Was haben Sie vor? Ich muss das alles beenden. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment. Sie müssen das nicht tun, Morden. Sie sind kein Mörder. Nein, bin kein Mörder. Danke, Shepard. Ende. Malen. Raus. Kein Warlock übrig. Projekt beendet. Sie haben den Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Machen Sie sich um mich keine Gedanken, Morden. Wie geht es Ihnen? Hätte ihn töten sollen. Wollte es tun. Ist leichter, als ihm zuzuhören. Auch leichter für ihn. Die Experimente zeigen, wie tief er gesunken. Malons Forschung. Malons Arbeit könnte Genophage heilen. Fertig. Wir können gehen. 23. So, Leute, dann hätten wir das auch geschafft. Aber wir werden jetzt mal ein paar Leuten da von dem Ördner Fickfuck da labern. Und dann passt das schon. Weil wir haben ja jetzt noch ein paar Sachen gefunden. Und wir haben diesen Kundschafter mitgekriegt, dafür gibt es schon auch ein bisschen Kohle oder so. Keine Ahnung, mal sehen. Ja. Oh, scheiße, muss ich ja hinlaufen, ey. Anstatt mich dann gleich nach da hinten wieder zu bringen, nein, muss ich jetzt den ganzen Weg wieder laufen, ey. Eines Tages kommen wir von diesem Festort runter und zeigen. Der Ördnot-Clan hat nach der Vernichtung des Warlock-Clans an Stärke gewonnen. Es sieht so aus, als hätten die Ördnot in der Basis der geschwächten Warlock Waffen und Vorräte geplündert. Warst du da, als das Lager der Frauen letzte Woche die Kinder rübergeschickt hat? Nein. Ich hatte wegen eines an... Zurück! Mein Varen ist hungrig. Sie haben wirklich Mut, Mensch. Wir reden später weiter. Ein falscher Schritt, Shepard. Nichts. Ich kann nichts tun, bevor ich keinen Ersatzansaugstutz. Sie haben mir gerade 3 Tage Arbeit erspart. Mensch. Ich gehe Ihnen mal aus. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Bitte. Sieg in der Grube und Sie gestoßen. Wollen wir so eine Ruhe? Wollen wir so Kampf machen? Sie ruhig eine ordentliche Summe, Mensch.
Mein Baron! Du schaffst es! Oh nein, meiner verliert. Ja, meiner verliert. Doch nicht! Feiner Baron! Ja! Hab ich's euch gezeigt, Mann! Schade, dass man nicht beeinflussen kann, das fand ich mal ein bisschen blöd. Na gut, der. Bei meinem Ritus nur knapp überlebt. Der Mensch hat bestimmt 4 Eier. Der Mensch hat bestimmt 4 Eier. Naja gut, dann wende ich meinen 22. Part noch von Let's Play Mass Effect 2. Ich verabschiede mich. Tschüss, schon wiedersehen.